Ich mache jetzt mal recht spontan ein ganz neues Genre, so eine Art Erklärvideo, nämlich wie man Vereine oder Geschäfte anschreiben kann, wenn man sich über irgendwas eigentlich sehr aufregt, aus tierrechtlerischer Motivation heraus, aber wie man das trotzdem irgendwie konstruktiv machen kann, sodass man, ja, man kann natürlich ein gutes Ergebnis nie erzwingen, aber ist nämlich interessant. Mich hat eine Frau angeschrieben. Ich erwähne nicht ihren Namen und ich werde das Beispiel, was ich gleich bringe, auch so verändern, dass es nicht erkennbar ist. Die gesagt hat, ja, das, irgendwie ist das jetzt schiefgegangen. Wie hätte ich das machen können? Oder soll ich das nochmal schreiben? Ich fand das ganz interessant, weil ich glaube, dass viele von uns oft in der Situation sind. Und ich glaube, dass ich damit auch sehr viel Erfahrung habe, auch mit dem Schreiben. Und ich habe ja auch viel zu diesen moralpsychologischen Sachen gelesen, wie man das, ja, wie sowas funktioniert. Oder auch in Vorträgen hat man ja auch oft. Natürlich mit der Abwehr von Zuhörerinnen und Zuhörern zu tun. Okay, jeder Veganer kennt das, aber ich bilde mir einfach ein, dass ich da ein paar Sachen beobachten konnte, die vielleicht für euch wertvoll sind. Also zunächst mal zu dem Beispiel von der Frau war es so, wie gesagt, jetzt verändert, sagen wir mal, ein Naturschutzverein, der seinen Mitgliedern irgendwie einen besonderen Service anbieten will und sagt, ja, also wenn jetzt irgendwann Weihnachten kommt, dann wollen sie ja sicher. Also irgendwie will man die Gans, aber man will ja auch nicht weiter zum Tierleid beitragen. Und wir haben jetzt für Sie hier drei Höfe organisiert. Da können Sie bei uns bestellen. Da können Sie guten Gewissens eine Gans essen und so. Und sie dann so, das ist total schlimm. Merken Sie nicht, dass Sie dann auch getötet werden? Das ist doch auch gewaltsam getötet. Ich bin total von Ihnen enttäuscht. Und dann haben die, sie hat mir das nicht geschickt, die Antwort, aus rechtlichen Gründen, aber so hat sie nacherzählt, das ist dann eskaliert so ein bisschen. Also das hat nichts gebracht, ihrer Meinung nach. Und ich kann total gut verstehen, was die Frau, dass man so reagiert. Aber ich habe überlegt, wie würde man denn vielleicht besser schreiben? Und ja gut, einfachster Trick. Man fängt, und es ist nicht nur ein Trick, das ist der Punkt, man fängt erstmal vielleicht da an, bei dem Positiven, wo der andere sich auch wirklich bemüht. Also man muss wirklich einen Schritt zurücktreten von natürlich diesem empörenden Impetus. Zum Beispiel könnte man sagen, als langjährige Unterstützerin Ihres Vereins finde ich es sehr begrüßenswert, dass Sie sich zunehmend mit dem Leid in der Nutztierhaltung befassen. So. Damit man es auch anerkennt, also Lernprozess und so weiter. Und dann sagen, aber ich muss auch sagen, dass ich Ihre Weihnachtsgansaktion befremdlich finde. Ich würde da nicht gleich so ein hartes Wort nehmen. Erstmal ein leichtes, ja. Auch nicht tausend Ausrufezeichen. Und nicht so ganz harte Wörter. Und versuchen, unsere Gedanken, warum das schlimm ist, reinzutun. Ich finde zum Beispiel, dass sie geschrieben hat, dass es gewaltsam getötet ist. Überhaupt nicht schlimm. Das ist ja zutreffend. Das müssen die Leute auch mal sich überlegen. Also inhaltlich war das alles in Ordnung. Aber ich denke, wenn man es ein bisschen behutsamer schreibt und die Leute so ranführt, ist es besser, also dass man zum Beispiel letztlich ist es ja dann doch eine gewaltsame Tötung. Und gerade wenn ein Tier gut gelebt hat, gesteht man doch zu, dass es eigentlich leben will. Oder irgendwie sowas. Also man muss einfach darauf achten, dass man nicht zu so viel Empörung macht. Man fängt mit was Gutem an. So. Das Problem ist nämlich einfach, und jetzt geht es um diesen moralpsychologischen Teil. Ich habe da irgendwie für mein Buch nichts tun, viele Sachen dazu gelesen. Und es war mir wirklich so eine Lehre. Auch im Zusammenhang mit Vorträgen, die ich halte. Wir Menschen sind so gebaut, dass wir sind sehr, unser Ego ist unheimlich empfindlich. Wir wollen einfach nicht blöd dastehen voneinander, ja? Sogar ein Metzger will nicht als ein brutaler Typ dastehen. Also die allermeisten, ja? Ein Jäger will nicht als Lustmörder dastehen. Ein Fleischesser will nicht dastehen wie jemand, der den Genuss über die Moral stellt. Das ist ganz selten, dass Leute wirklich sagen, ach, das ist mir scheißegal oder so, ja? Und wir reagieren erstmal mit Abwehr. Ja, das heißt, wenn ich jemand anders anschreibe, muss ich einfach überlegen, wie kann ich meine Inhalte ihm vermitteln, ohne sofort seine Abwehr zu mobilisieren. Ja, deswegen zuerst mal anerkennen, wir haben eine gemeinsame Basis, sie beschäftigen sich damit, das finde ich gut. So, ich habe darüber länger nachgedacht in den letzten Monaten, ob das eigentlich Tricks sind, ob das so Rhetorik ist, die eigentlich auch verlogen ist, dass man so was Nettes sagt und man meint es gar nicht. Und ja, in dem Moment meint man es gar nicht so sehr, man rafft sich zusammen und sagt, komm, mach mal einen Anknüpfungspunkt, es ist besser für den Verlauf der Mail. Aber letztlich ist das, es ist nicht verlogen, weil genau so ist es, ja. Wir haben gute Impulse und dann geht die Gewohnheit oder der Egoismus mit uns durch und es kommt was Blödes bei raus. Man denkt, ah, oh, das ist ja irgendwie scheiße, wie die Gänse leiden.
Haha, suche ich mal drei Biohöfe. So, ja. Es gibt wirklich diesen Anknüpfungspunkt und wir müssen ihn wirklich im Gespräch suchen. Auch wenn es natürlich oft nicht funktioniert. In diesem Fall jetzt, wo die Frau schon was sehr Empörtes geschrieben hat und der Typ dann auch sie möglicherweise, ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich ein Zitat war oder nicht, sie hat es mir nicht gesagt, aber fundamentalistisch und so. Also, wenn das dann so geht, ich finde, man muss so eine Kommunikation nicht endlos aufrechterhalten. Man kann einen Menschen nicht einfach so überzeugen mit einer E-Mail. Manchmal ja, manchmal nein, dazu später mehr. Aber da kann man auch nochmal zurückrudern. Man kann sagen, sehr geehrter, ich bin ein bisschen über Ihre E-Mail erschrocken. Ich habe dann meine E-Mail nochmal gelesen und habe gemerkt, ich war im Tonfall etwas harsch. Die Empörung ist mit mir durchgegangen. Damit lockert man sozusagen sein Ego wieder. Ja, man muss immer daran denken, der andere will nicht blöd dastehen, bös dastehen. Und wenn ich merke, oh Scheiße, ich habe ihm voll das Gefühl gegeben, dann kann man sich dafür auch entschuldigen. Dann kann man das wieder locker ein bisschen zurücknehmen. Und dann kann man nochmal ansetzen. Ja, meine E-Mail war ein bisschen. Ich versuche, meinen Gedanken nochmal etwas vorsichtiger auszudrücken. Und dann sagt man, ich denke, Tiere sind empfindende Wesen, die an ihrem Leben hängen. Wir haben keine. Ich skizziere das jetzt nur so, ja. Sowas kann man auch machen. Es kann sein, dass dann jemand seine Barriere ein bisschen fallen lässt. Entschuldigungen bewirken oft Wunder. Ich verstehe nicht, warum Entschuldigungen so selten verwendet werden, weil wir alle bauen ständig so viel Mist. Ja? Und gerade mit diesem überschießenden Ego. Ich meine damit übrigens auch mich selber. Also das wirklich, das, ich weiß gar nicht, wie viel Training man haben muss, um nicht mehr so zu reagieren. Keine Ahnung. Manche Leute sind da mehr, manche weniger, aber trotzdem, wir sind alle so, glaube ich. Bei mir hat vor ein paar Tagen eine Frau, ach, das ist ja ein bisschen so kompliziert zu erzählen, aber sie hat einen Verbesserungsvorschlag für ein bestimmtes Handeln bei mir gebracht und das hat sie so drastisch gemacht, dass ich so, ich habe es auch gemerkt, Abwehr. Und da habe ich gar nicht richtig das wahrgenommen oder nicht, ich habe es nicht wirklich erwogen, was sie gesagt hat. Und dann hat eine andere Frau noch ein bisschen behutsamer gesagt, dachte ich, ja scheiße, irgendwie stimmt das ja schon. Und da habe ich überlegt, wieso habe ich das denn bei der ersten Frau nicht erkannt? Und dann habe ich gemerkt, ach so, das war auch wieder diese, ich nenne das immer überschießende Ego-Reaktion, ja? Abwehr. So, so schlimm, wie du behauptest, bin ich gar nicht. Dabei hat sie gar nicht, so. Ja, so, ich denke, das ist das Wichtigste, was man irgendwie bedenken muss. Und dann zum generellen Vorgehen, denke ich. Ich habe diese beiden Metaphern auch schon oft in Vorträgen oder eben auch in diesem erwähnten Buch verwendet. Ich denke mal an zwei Sachen. Das eine ist, das hat mir selber meine Freundin erzählt, die es nach einem Vortrag von jemand gesagt hat, wir müssen bedenken, dass sie mit allem, was wir so argumentativ vorbringen oder auch vorleben oder vorkochen, dass wir einen Stein in eine Waage legen. Ja? Hier liegt die Tradition, Fleisch essen. Und wir legen hier einen Stein rein. Beim ersten Stein passiert überhaupt nichts, beim zweiten auch nicht, beim 15. auch nicht. Und irgendwer hat dann das Glück, ja, irgendein Schokomuffin in irgendeiner Fußgängerzone plötzlich, ach, ist ja doch ganz lecker. Vielleicht probiere ich das auch mal. So, ja, wir sind da selten dabei, aber es ist der Punkt, die Steine, die wir in die Waage legen, sind nicht verloren. Die andere Metapher ist, ja, das mit dem Samen, ne? Wir streuen den Samen. Wann der Regen drauf trifft, wann die Jahreszeit passend ist, wir wissen es nicht. Aber nur, dass wir nicht mitbekommen, wie das Pflänzchen aufgeht, heißt nicht, dass es nichts wirkt. Und deswegen wollte ich auch noch was anderes sagen. Also, wie gesagt, ich plädiere dafür, dass wir es nicht so empört machen. Übrigens auch, dass wir es nicht nur online machen. Es ist so ein bisschen so eine Unsitte, dass auch bei Zeitungen wir schreiben Kommentare oder viele Leute schreiben ihre Leserbriefe nur in die Online-Rubriken. Das sind keine Leserbriefe. Die kommen auch nicht unbedingt in Redaktionen an. Und da herrscht sowieso eine bestimmte Stimmung. Schreibt einen Leserbrief, also durchaus auch per E-Mail, sehr geehrte Redaktion, Bezug nehmend auf den Artikel, es muss ja nicht lang sein. Auch in einem höflichen, sachlichen, anerkennenden Ton, also ein Ton, der noch ein Gespräch zulässt, wenn es geht. Ja? Das ist viel wichtiger, als dass man im Ganzen per Facebook all diese sozialen Medienauftritte andauernd voll spammt. Was aber auch seine Berechtigung hat. Also ich will euch und mir das nicht absprechen, dass wir das auch machen. So, wie gesagt, ich plädiere dafür den höflichen, sachlichen und ein Gespräch eröffnenden Ton, der immer darauf achtet, dass wir in unserem Ego sehr verletzlich sind, sowohl der andere als auch wir selber. Ja, wir wollen ja auch in dem Gespräch nicht doof dastehen. Das ist ein bisschen schwierig, wenn zwei Menschen so über ein unterschiedliches Thema kommunizieren.
Aber jetzt noch was zu dem Fall, dass er es eben dann doch wütend sagt. Ja, ja, das finde ich auch vollkommen okay. Auch die Wut hat ihre Wahrheit. Ja, wir können auch nicht immer angesichts jedes Unrechts so, oh, verstehe ich voll, dass sie ja auch lieb sind und sie haben das sicher nicht böse gemeint. Aber aus meiner Perspektive sieht das doch ein bisschen so aus, als hätten sie das Tier zu Tode gequält. Ja, man kann nicht alles freundlich sagen. Man kann es auch nicht immer freundlich sagen. Und die Wut hat natürlich auch ihre Berechtigung. Also, bisschen paradox, aber eigentlich, wir sollten versuchen, höflich sachlich zu sein. Und wenn wir einfach nur wütend sind, ist es auch okay. Auch das kann ein Same sein, der irgendwann aufgeht. Denn ihr müsst bedenken, diese Ego-Reaktion, die ist nur die erste Reaktion. Danach geht es weiter. Es kann sein, dass es in den Menschen arbeitet. Es kann sein, dass er noch Tage vorziehen, oh, war ja wirklich eine fundamentalistische Gänsefrau oder so. Kann ja sein. Wir wissen ja nicht, was er denkt. Und dann kommt vielleicht irgendwann und sagt, naja, aber du weißt schon, dass da auch was dran ist. Ich sage, nee. Und er weiß es aber. Ja? Also wir wissen ja nicht, wie das wirklich weitergeht. Und ihr seht ja auch bei mir, als diese Frau das da auf Facebook geschrieben hat, da bleibt schon so ein kleiner Haken, dann schreibt die nächste was, denke ich, oh Mist, ey, das war einfach nur doof von mir und nicht von der. Ja? Deswegen, auch Wut kann irgendwie ihre Berechtigung haben. Und einen letzten Tipp, ich weiß gar nicht, ob das überhaupt hilfreich ist, was ich hier mache, aber vielleicht ist es eine Anregung. Ihr könnt ja auch das Sachen ergänzen, ne? Durch eure Erfahrung. Das habe ich auch schon ein paar Mal gesagt, dass ich manchmal, wenn Leute überhaupt nicht verstehen, warum ich nicht kompromissbereit bin, wie sie es verstehen in bestimmten Dingen, also dann kommen wirklich Leute zu mir und sagen, okay, ich verstehe, was sie meinen, aber wäre das nicht ein Kompromiss, wenn wir zum Beispiel die Schafe 2 Jahre alt werden lassen und dann erst schlachten? Ja, so. Und da muss ich jetzt erklären, warum das für mich kein Kompromiss ist. Und da sage ich dann oft, wissen Sie, das ist, stellen Sie sich mal vor, ich bin von Amnesty International. Ich bin kategorisch gegen Folter und Todesstrafe. Da verhandle ich nicht mit Ihnen über die Art der Folter, nicht über die Art, wie die Todesstrafe vollstreckt wird. Ich bin gegen Todesstrafe, wenn ich von Amnesty bin. Und wir Tierrechtler sind so etwas Ähnliches für Tiere. Wir denken, dass ein Tier sein Recht auf sein Leben hat. Das ist dann irgendwann nicht verhandelbar. Und wenn man das so sagt, verstehen das oft Leute auch. Dann ist man nicht mehr kompromissbereit, sondern ja, hat bei mir schon ein paar Mal funktioniert. Deswegen habe ich es euch jetzt auch noch erzählt.